Ist die Fußwaschung eigentlich eine weitere symbolische Handlung neben der Taufe und dem Abendmahl, weil Jesus Christus davon spricht in Johannes 13? Sollten die Gemeinden eine Fußwaschung praktizieren? Definitiv nicht. Was hat das auf sich mit der Fußwaschung? Jesus Christus veranschaulicht anhand einer antiken Alltagshandlung eine geistliche Wahrheit. Es gibt in der Bibel drei Waschungen. Dabei symbolisiert das Wasser immer das Wort Gottes und die Reinigung bzw. Erneuerung. Es gibt eine einmalige Waschung des gesamten Menschen. Das geschieht bei der geistlichen Neugeburt. Das ist eine einmalige Waschung. Jesus Christus bezeichnet das als Baden. Da wird der Mensch an sich vollkommen gereinigt und geheiligt. Das ist einmalig ein Waschen zur Errettung. Titus bezeichnet es als Waschung der Neugeburt. Die zweite ist das, was Jesus Christus hier veranschaulicht, die wiederholende Fußwaschung durchgeführt von Christus an den Gläubigen. Das heißt, obwohl der Gläubige an sich in der Position in Christus vollkommen rein ist und geheiligt, verschmutzt er seine Füße tagtäglich. Das heißt, auf dem Weg durch diese Welt sündigt er und strauchelt er und beschmutzt damit sozusagen bildlich seine Füße. Und das reinigt Jesus Christus wiederholend. Das heißt, er wendet das Wort Gottes an dem Gläubigen an, zum einen, um ihn zu bewahren vor Sünde, aber auch, wenn er gesündigt hat, um die gestörte Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Das hat aber nichts mit Errettung zu tun. Das ist die Wiederherstellung und Instandhaltung der harmonischen Beziehung. Und das veranschaulicht er. Das ist ein Dienst, den er tut, und er sagt, so wie ich es tue, sollen es auch die Gläubigen untereinander tun. Das ist die dritte Waschung. Die Gläubigen sollen sich gegenseitig die Füße waschen. Das heißt, das ist ein demütiger Dienst unter den Gläubigen. Hier dienen die Gläubigen mit dem Wort Gottes aneinander, indem sie zum einen die Gläubigen gegenseitig bewahren vor Sünde durch Ermahnung, Belehrung. Aber wenn sie auch gesündigt haben, auch die Wiederherstellung der Gemeinschaft zu Christus unterstützen durch das Wort Gottes. Alles geschieht auf Basis des Wort Gottes, das ist das Bild des Wassers. Nun, es geht also nicht um eine buchstäbliche Fußwaschung, sondern um die geistliche Wahrheit unter den Dienst unter den Gläubigen. Eine buchstäbliche Fußwaschung finden wir übrigens auch nicht bei den Urchristen. Es gibt also kein Vorbild in der Apostelgeschichte oder so. Und der Apostel und Paulus entfaltet es nicht in seinen Briefen als Lehre der Gemeinde, im Gegensatz zur Taufe und Abendmahl. Paulus entfaltet die Lehre der Gemeinde, aber da taucht das Fußwaschen nicht auf.